Rausgeschmissen und durch Serben ersetzt wurden die Albaner nicht nur aus der Verwaltung, Wirtschaft, dem Schuldienst, sondern auch aus den Spitälern. Jetzt haben sie ein separates Gesundheitssystem aufgezogen, mit Kliniken, die sich die verarmten Albanermassen noch leisten können. Suche nach einer dieser albanischen Volkskliniken in Pristina. Das ist der Eingang, unscheinbar versteckt. Die Klinik ist Mutter Teresa gewidmet. Über 100 Patientinnen und Patienten werden hier täglich versorgt, kostenlos. Die Albanerärzte arbeiten ohne Lohn. Alle wurden sie 1989 aus den Staatsspitälern entlassen, weil sie gegen die Belgrader Kosovo-Politik protestierten. Meine Ambulanz ist nicht Ausdruck des passiven politischen Widerstandes der Albaner. Meine Arbeit ist humanitärer Natur. Ich übersehe natürlich nicht, dass die Kluft zwischen Serben und Albanern wächst. Das ist eine große Gefahr.